These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. So, willkommen bei der Rückrunde. Aha, wir sehen schon hier, ein FLVler ist mit rausgegangen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die das packen, die Jungs. Ah, die Droide ist da. Jetzt haben wir hier 9 gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also immer noch die gleiche Anzahl. Es wurde jetzt hier natürlich gleich sofort gestartet, wie man sieht. Ich muss mal kurz die Map aufmachen. Ich weiß, dass es lästig ist. Wir sehen hier, die Logis stürmen nach vorne, bauen eine FOB. DSK baut eine FOB auf Train Depot. Anscheinend, da ist der FOB-Marker gesetzt. Wir haben hier in der Tat ein Squad gegen einen Squad. Fahren mit zwei Logis nach vorne. Aha, aha, da wird wohl sehr ähnlich. Da ist schon Feuer. Der Logi schon unter Feuer. Wohl abgewendet hier. Der Logi schon gefunden. Geron sofort rausgesprungen. Gemerkt, da ist Feuer. Der Logi fährt hier rum von DSK. Wird jetzt erstmal abgestellt. Hier war H9 FLV sehr, sehr schnell am Start. Sehr, sehr schnell am Start. Haben wohl auch einen Plan gemacht. Ich habe ja die Squad-Leads gemutet. Weiß also jetzt nicht, was für einen Plan sie sich gemacht haben. Aber das werden wir sehen. So, FLV, H9 haben sich jetzt entschieden, doch nur einen Squad zu machen. Das, da fehlt natürlich dann ein Rallye, den man setzen kann eventuell. Ich vermute mal, Hannes wird das Ganze probieren, über Fireteams aufzuziehen und die entsprechend aufzuteilen. Jetzt muss man mal gucken. PJ ist gefallen bei DSK. DSK kommt hier ein bisschen ins Stocken hier bei Storefronts. Also so easy ist es nicht. Hier wird anscheinend einfach Blocking-Manöver gefahren. Das heißt, man versucht zu blocken und versucht einfach den Gegner wegzudrücken. Kann funktionieren, wenn der Gegner rechtzeitig auf die Idee kommt zu flankieren. Schwierig, weil Storefront schon eingenommen ist. Jetzt hier Geneva Apartments wird jetzt nicht mehr gecapped. Entschuldigung, Jungs, ich muss ein bisschen die Map offen lassen, damit man sieht, was weiter auf der Karte passiert. Ja. Geneva Apartments. Man sieht, hier ist Hitman, hier ist Molosch. Damit die Flagge nicht capbar für DSK. Storefronts haben sie schon eingenommen, sehr, sehr schnell. Und massiv haben sich auch eine FOB gesetzt, schon eine A9. Oben in der Ecke eine aggressive FOB. Eigentlich dort, wo sie sie dann als Zweit-FOB setzen wollten, im ersten Spiel in der Rückrunde, wo die beiden FOBs nebeneinander standen, mehr oder weniger fast schon. So, Hitman ist jetzt nicht mehr ganz alleine gegen Molosch, sondern er ist jetzt alleine gegen Möppling und Molosch. Sie cappen nicht, sie sind zu zweit, sie wissen also, dass da ein Gegner drin ist. Jetzt gucken wir mal hier drüben, was hier drüben noch passiert. PJ down. Ja, PJ, sehe ich aber jetzt oft, dass du down bist. Ah, schau, ein toter PJ. Toter PJ, aua, aua, am Boden. Muss wohl warten, bis er hochgehoben wird. Fenris und Johnny machen sich auf den Weg. Zu zweit. Johnny wird jetzt PJ aufholen. Fenris läuft zur Unterstützung von Hitman und ist down. Was bedeutet, H9 FLV capped Geneva Apartments. Sind somit schon am Anfang im Flaggenvorteil. Ich glaube, dass dort dann bereits eine Situation des Ticket Bleeds entsteht. Obwohl inzwischen
DSK mit 10 Tickets im Vorsprung. Es liegt aber nur daran, dass sie eben, oh, ich weiß gar nicht, woran das liegt eigentlich jetzt gerade. Bin gerade überfragt. Zwei Flaggen, zwei Flaggen. So, der Lodgy wird von Doro wieder weggefahren. Hier wurde eingeraucht, sonst ist hier bei der FOB von H9 alles schon down. Dovahkiin ist down. Hier sehen wir die Hub von FLV H9. Relativ statisch gerade. Sieht hier, PJ wurde aufgehoben, Captain Johnny und PJ laufen jetzt auf Geneva Apartments. PJ aber schon gleich wieder down und das nur allein von Möppling. Also das ist schon, Möppling hat sich da eine gute Position gesucht, wie man hier oben sieht. Er sieht hier direkt die Feindlinie, wo gerade ja auch schon Feinde herkamen. Und wird wohl jetzt auch mit der Cap durch sein, wie man sieht. Erst jetzt macht H9 FLV die zweite FOB, nachdem diese Cap gesichert ist. Ich denke, DSK hat sich diesmal dafür entschieden, keine Mercer FOB zu setzen, was natürlich auch durchaus Sinn macht. Die haben natürlich die Hub entdeckt. Hat jetzt den Vorteil, dass hier, wie man sieht, 1, 2, 3, 4 Leute damit beschäftigt sind, sowohl diese Hub zu bekämpfen, aber als auch die eigene Hub zu setzen, weil wir wissen hier, hier ist ein Radio gestellt worden. Der Lodgy wird weggefahren. Das hätte am Anfang, da haben sie am Anfang ziemlich Glück gehabt, weil H9 FLV war da mit zwei Lodgys, ich glaube mit vier oder fünf Mann. Die hätten mit einem guten MG auch den Lodgy auseinandernehmen können. So, die Gefahr bei Geneva Apartments ist momentan nicht allzu groß. Wobei man hier schon sieht: Fenris, Hitman, Nasskoppel. Man sieht hier im Lauf, die stehen wesentlich dichter beieinander. Jetzt versuchen sie sich zu decken. Aber auch hier sieht man, keine Bewegung ohne Feuer, kein Feuer ohne Bewegung. Man sieht hier, dass trotzdem beide jetzt, ja zum ersten Mal nicht, aber beide schon auch noch viel gemeinsam in Bewegung sind. Jetzt läuft's gut. Hier sieht man es gerade, Fenris hat gedeckt, Hitman die Möglichkeit gegeben nachzuziehen. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, ja, wie machen wir jetzt weiter? Das ist eine verdammt lange, große Straße. Ja, jetzt wird gequert. Jetzt wird gequert. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Map. Hannes ist zur Unterstützung gekommen. Squad Lead ist zur Unterstützung gekommen. In die Fab. Aha, sie setzen es exakt auf der gleichen Position wie DSK auf der letzten. Das Radio steht ein bisschen anders. Das Radio steht ein bisschen nördlicher, steht also da bei University, glaube ich, heißt das ganze Ding. Wir sehen, es passiert gerade nicht viel. Getrackt ist leicht angeschlagen. Möppling ist noch da. Getrackt versucht eine erhöhte Position zu suchen. Ist natürlich als Squad Lead auch ganz gut, da die Übersicht zu behalten. Colonel Storm hat die FOB hier in Sicht. Was im Prinzip wurscht ist. Dovahkiin bewacht das Radio. Die Hub sollen sie abschaufeln. FLV geht jetzt, Droide geht jetzt da raus. Jetzt muss aber aufpassen. Hier, ja, kriegt sofort Feuer von oben aus dem Gebäude. Da hast du keine Chance. Das kannst du nur. Eigentlich im Prinzip kann man jetzt diese FOB hier nutzen, um ein bis zwei Feinde zu binden. Damit ist es im Prinzip ausgeglichen. Nur das Radio, auch hier, wir haben es ja gesehen bei der letzten Map, beide Radios oben im Gebäude, leicht vom Feind, wenn er mal drin ist. Zwar leicht zu decken, das Radio, aber das Radio eben auch leicht zu zerstören. Sobald der Feind mal drin ist, brauchst du maximal zwei Leute. Stellt sich einer an die Treppe, knallt die weg und schaut, dass er dem Freund die Möglichkeit gibt, dem Partner die Möglichkeit gibt, das Radio abzuschaufeln. So. Ich denke, Fenris, Hitman haben bereits die FOB entdeckt. Fenris hat sich erhöhte Position gesucht. Ich werde jetzt mal gucken, ob er hier aus ein paar Gegnern Schweizer Käse machen kann. Und dann sehen, es stellt sich hier oben rein, hat hier eine ganz gute Sicht.
kann hier auch die FOP sehen, sieht den Ausgang aus der FOP. Das heißt, wer hier den falschen Ausgang nimmt, kriegt Schweizer Kugeln russischer Bauart in die Fresse. So, jetzt wird er sich wahrscheinlich erstmal um Hitman kümmern, dass sie dann die FOP da abbauen können. Er macht's alleine. Aha. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, siehst du, komm, hol dir den hoch. Genau, und dann kann es weitergehen. Also diese FOP wird relativ bald fallen, was punktemäßig schon wehtun kann, aber der Feind ist wohl, denke ich, im Ticket Bleed. Hat noch die FOP unten auf Train Depot. Ist aber schon im Angriff. A9 FLV sind bereits im Angriff. Olga ist im Gebäude. Palomo deckt hier den Aufgang, kann aber nicht wissen, wo der Feind kommt. Und junger Mann, vergiss es nicht. Es gibt auch noch einen Hintereingang da hinten. Lucky Loser fährt wohl Munition und übrige Sachen oder sie bauen noch eine dritte FOP. Alles möglich. PJ, jetzt hier drüben. Die Hub H9 FLV blockiert. Wird wohl auch schon durchgegeben sein. Wurde auch bereits ein Ersatzrallye gesetzt. Direkt bei Geneva Apps. Was natürlich einen Vorteil hat, so ein Rallye, auch immer, wenn man verliert, solange man die FOP hinten halten kann, auch eine Art Frühwarnsystem, weil wenn der weg ist, ist klar, da sind Feinde in der Nähe. Weiß natürlich nicht genau, wo im Umkreis von 30 Metern. Jetzt sieht man hier, Hitman ist da, Fenris ist da, kümmern sich um die FOP, so wie vorhin auch schon gedacht. Fenris hat Hitman aufgehoben, einer schaufelt am Radio, einer an der Hub. Das ist halt der Nachteil, wenn Radio und Hub zu dicht beieinander stehen, dann reicht, kann einer schaufeln und einer in der Nähe bleiben, weil sie gleichzeitig die Hub blockieren und am Radio arbeiten können. Also das ist in dem Fall von H9 FLV. Oh, Dovakin. Da hat dir Connell mal eben schnell eine Kugel ins Ohr gesteckt. Ja, jetzt wird natürlich hier das Gleiche gemacht. Jetzt wird hier Logi disabled. Erstmal Reifen leer geschossen. Ich weiß ja nicht, ob beim stillgestandenen Fahrzeug man nicht lieber gleich die Kugel verwenden sollte, um den Motor zu disablen, weil das dann doch auch ziemlich lange dauert, bis der Motor wieder oben ist. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Mal kurz auf die Map schauen. Geneva Apartments ist noch stabil. Wir sehen jetzt, der Ticketunterschied hat sich schon verringert. Also dieser Ticketbleed, auch wenn es nur ein Ticket pro Minute ist, ist nach 10 Minuten sind es einfach 10 Tickets. Es ist in dem Fall jetzt schon ein bisschen mehr passiert, weil beide Gruppen natürlich gleichzeitig gestartet sind. Dadurch hat natürlich der Clash zwischen den Gruppen auch früher angefangen. Die FOP von H9 wurde entweder selbst abgeschaufelt oder durch den Feind abgeschaufelt. Das kann ich jetzt so nicht sagen, das werden die Spieler beim Anschauen vom Video selber sagen können. So, jetzt haben wir hier die Gruppe Geron, Johnny und Gaunt, die jetzt natürlich hier Storefront unbedingt verteidigen müssen. Weil wenn Storefront jetzt fällt, dann hat DSK wirklich ein extremes Problem. Man sieht, Hannes hat sich hier von hinten angeschlichen, hat hier einen weggenatzt. Ganz, ganz schwierige Situation. Das hätte eigentlich durchgegeben werden müssen. Johnny hätte reagieren müssen, weil Hannes hat hier Sicht auf beide. Da, was haben die für ein Schwein? Was haben die für ein Schwein? Wenn er da ein bisschen schneller gewesen wäre. Naja, gut, kriegt dann von hinten, weil natürlich jemand bei der Hub spawnt. Aber da haben sie richtig Schwein gehabt, die Jungs, weil er hätte jetzt gerade Gaunt und Johnny gleichzeitig wegholen können, wenn er ein bisschen schneller aus der Position gemoved wäre. Und hier ist gerade wohl auch ein bisschen
nach Jean-Paul Belmondo Schnauzenpolierer angesagt, weil an der Ecke wird's schwierig. Guckt euch mal die Position an, Lelouch. Schön gemacht, ja. Jetzt muss er sich natürlich hinlegen, weil er weiß nicht, was da hinten ist. Sind da noch mehr? Ist da ein Medic wieder aufgehoben? Und wie man sieht, Colonel Storm positioniert sich in einer anderen Richtung. Er kriegt auch hier schon Beschuss rein. Aber der Beschuss, der kam woanders her. Der Beschuss kam wahrscheinlich von Guns N' Roses oder vom PJ. Wobei PJ relativ unwahrscheinlich mit dem Rauch, dass er da was gesehen hat. Ja, das tut weh. Wir sehen hier auch, die Teams sind tickettechnisch gleich auf. Und wieder Hitman, Guns N' Roses, Geron bilden eine Dreierkoppel. Jetzt wird man sich natürlich was überlegen müssen. Wahrscheinlich ein Flankierungsmanöver von der anderen Seite. Ja, man geht zur FOB. Geron geht alleine. Hitman zieht nach. Guns N' Roses wählt einen anderen Weg. Wird wahrscheinlich vorne versuchen, Johnny und Fenris wieder aufzuheben. Denn es geht ja um Tickets. Und H9 FLV hat den Rückstand aufgeholt. Ich meine, es war ein komfortabler Vorsprung von 10 Tickets. Ja, war nicht zu vergessen. Aha, Olga ist irgendwo im Gebäude gestorben. Und DSK weiß ganz genau, wir brauchen jetzt Geneva Apartments, weil wenn wir hier nicht H9 FLV nicht unter Druck setzen können, und die da nicht rauspushen, dann wird es schwierig werden. Ah, sehr schön, seht ihr hier. Drei Idioten, ein Gedanke. Hier sind sie jetzt zu dritt unterwegs. Die versuchen reinzudrücken und Hannes hat rechtzeitig, aber leider für sich selbst erfolglos dieses Flankmanöver gestartet, hat Geron ausgeschaltet, aber wurde dann natürlich von Hitman weggenommen. In dem Fall wirklich gut gemacht, auch Hitman so zurückzulassen und entsprechend zu bekämpfen. Aber Dovahkiin lebt noch. Aha, Dovahkiin wurde von Hitman entdeckt. Finde ich stark, dass das so einfach ging. Aber gut, ich meine, Dovahkiin ist da offen gegen eine weiße Mauer. Und jetzt muss Hitman natürlich entscheiden, was macht er? Bleibt er da? Holt er hoch? Was für Feinde sind da noch in der Nähe? Schwierig. Ja, und man sieht es gleich. Macht gleich einen Unterschied. 84 zu 685 Tickets. Hat sich gleich wieder zwei Tickets umgedreht. Das klingt alles nicht dramatisch, so zwei Tickets. Aber zwei Tickets sind, wie gesagt, bei so kleinen Gruppen nicht wenig. So, hier hat sich auch was geändert. Da wird Geron nicht mehr aufgehoben werden, weil das Team sich hier rund um H9 Squadlead Hannes wohl so weit sortiert hat, dass sie weiter auf der Flagge bleiben und doch wohl auch hier das Flankierungsmanöver von Süd-Südosten durch Geron und Hitman vorläufig verhindert haben, wobei Geron hier wohl ein Rallye gesetzt hat und Fenris auch ausgeschaltet. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe im letzten Scrim-Video ja bereits festgestellt, dass man auch nicht unter die Map fallen sollte, weil man sonst nicht mehr aufnehmen kann. Was auch mal interessant ist, um zu sehen, wie die Map aufgebaut ist, aber das kann jeder für sich alleine machen. Dass du natürlich als Verteidiger im stillstehenden Modus einfach dem Angreifer prinzipiell überlegen bist, weil der Angreifer muss sich bewegen. Es bringt der Angreifer nichts, einfach nur die Flagge leer zu machen. Er muss da irgendwann rein. Und wenn da noch irgendwo einer in einer guten Position im Busch liegt oder sonst irgendwie, der sieht den halt schneller, weil das bewegende Ziel sieht man schneller als das ruhende Ziel. Logisch. War ja keinem zu erklären eigentlich. So. Jetzt sehen wir hier schon, es ist ähnlich wie in der Hinrunde. So, dass Geneva Apartments von den Amerikanern gehalten wird. Das kann auch kostspielig werden, wenn man hier nicht genug Medics da hat, sonstige Leute haben die aufheben können. Aber man sieht hier sehr, sehr schön, diese Map zeigt es ganz gut. Diese Geneva Apartments ist eigentlich durch drei bis vier Leute in dem Setting mit der Anzahl Leuten locker zu halten, wenn man sich richtig abstimmt.
Wenn man sich richtig abstimmt, richtig kommuniziert, man sieht jetzt hier, High Heel Möppling sind gefallen. Und bei so wenigen Leuten, beziehungsweise generell bei den Scrimmage Maps, wo die Ticketsanzahl auch nicht so hoch ist, es schwierig ist, auch extrem viel Tickets dazu zu bekommen durch einen Flaggengewinn, ist das Aufheben die Medics. Das ist essentiell. Das ist essentiell und macht wirklich extrem viel aus. So, wir sehen jetzt hier, Olga, Hannes, Dovakin haben sich jetzt wohl hier im Nordosten im Gebäude gesammelt, arbeiten jetzt hier mit einem Rallye. Entweder um das ihnen inzwischen bekannte Radio auszuschalten. Okay, das sieht ganz gut getrackt hier. Das ist eine sportliche Distanz, Hannes. Ja, muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Also da den Gegner so auszuschalten, auch wieder, geht nicht, ohne dass die Gegner entsprechend kommuniziert worden sind. Sonst gibt keine Hellsehenden hier, keine Sorge. Ich denke, dass man das hier auch aus der Flugperspektive in den Scrims ganz gut sehen kann. Würde man sich so auf manchem Public Server auch wünschen, dass mehr Leute wirklich intensiv sich mal einen Abend als Admin zurücklehnen, Cameraman spielen, dann glaube ich, könnte man so einige zweifelhafte Situationen aus dem Weg räumen. Ah, wir sehen jetzt, Geneva Apps ist jetzt schon extremer unter Druck. DSK will die Flagge jetzt haben. Dorg wurde ausgeschaltet. Molosch, Möppling und Hein sind zu dritt. Haben jetzt den südöstlichen Angriffs, die südliche Angriffsrichtung ausgeschaltet. Ja, ich gehe mal in den Süden klären. Okay, man hört schon hier am Local. Möppling sagt, er geht im Süden klären. So, jetzt hat PJ sich eine gute Position gesucht hier. Hier kann er eigentlich bleiben, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn er jetzt noch jemanden hätte, der ihn nach hinten wegdeckt, kann er hier nach oben alles abdecken Hol ihn die und Molosch. braucht hier nur bleiben. Jetzt bin ich gespannt, ob PJ mitgeschnitten hat, dass da einer gefallen ist, der wahrscheinlich hochgehoben wird. Ja, er guckt, er guckt, er guckt. Ja, er guckt aber nach Süden. Er guckt nach Süden, sieht jetzt jemanden laufen und den hat er jetzt natürlich. Ja, klar. Ja, Oh, von klar. hinten. Klar. Von mir. Oben im Haus. Möppling sehr, sehr gut reagiert. Aber das ist natürlich, das war gut gemacht, ja. Das war durchaus gut gemacht. Ist, denke ich, auch eine anstrengende Geschichte. Sogar mit Pickups und so weiter und so fort ist das schon eine Nummer, die auch interessant sein kann. Aha. Hannes hat jetzt hier die FOB aufgeklärt. Hat hier zwei Gegner. Lelouch ist tot. Guns N' Roses kommt hier. Ja. Ah, da hat Hannes lange genug gewartet. Er hat gesagt, ach, ich kann hier bleiben. Hey, ich schieße die weg, wenn die spawnen. Einfach schön hinter dem Container. Guckt sich jetzt mal an, was ist da im Gebäude. Captain Johnny hat er natürlich nicht gesehen, nicht entdeckt. Wenn Captain Johnny Glück hat, hat Hannes ihn auch nicht gehört. Jetzt wird's knapp beim Spawn-Timer. Den musst du schnell hochholen. Ja, Captain Johnny versucht jetzt natürlich eine erhöhte Position zu kriegen. Der hört, dass da gemedikt wird. Olga kommt auch noch ran. So. Das ist eine gefährliche Nummer, Johnny. Da musst du fast warten, bis da jemand anfängt zu schaufeln. Das ist halt jemanden mit einer ausreichenden Spielerfahrung so einfach wegzunehmen, ist nicht so leicht. Vor allem, wenn er wieder gesagt, wie gesagt, Hannes, auch hier haben wir wieder den Klassiker gehabt. Hannes brauchte eigentlich nur zu pieken und zu warten, bis sich an der Treppe was bewegt. Ja, das ist, da musst du lucky sein, dass du das dann noch drehst. So, die Hub da drüben wird wohl fallen. Die sind zu zweit da drin. Da kann man nicht mehr spawnen. Die Hub von. Aha, der Angriff von DSK auf die Hub bei Geneva Apps wurde wohl
abgebrochen. Frag mich nicht, warum. Hub Disable sollte eigentlich Priorität haben, gerade wenn es um eine Verteidigungs- oder, ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen zwischendrin, Verteidigungsangriffs-Hub. Ist eigentlich ganz gut gesetzt. So, PJ ist inzwischen gefallen. Wir haben ja vorhin gehört, wurde durchgegeben, dass er da oben steht. Ist ja auch die arme Sau. Ich meine, ganz ehrlich, da ist er ja auch verloren. Ich meine, wenn er da alleine ist und dann hier auch noch Dovahkiin und Doruk versuchen, den Push aus Süden zurückzuhalten. Ich denke, Olga hat die FOB aufgeklärt dort unten. Ja, was soll er da machen? Ich meine, ist allein oben in einem Gebäude, kannst du darauf warten, dass er da weggeholt wird. Das lässt sich ein H9er oder ein FLVer nicht gefallen, dass da oben einer sitzt und einen nach dem anderen ausknipst. Super gedacht, geile Position. Ja, wir sehen jetzt hier, die FOB wurde aber halt alleine auch nicht haltbar. Wenn da der Nachschub nicht schnell kommt an Leuten, wenn man da zu statisch wartet, formiert uns, wir gehen so, du gehst so, dann ist der Junge da allein verloren, hat einfach keine Chance. So, ich denke, das Radio wurde gefunden. Wir haben auch hier diesmal keinen Combat Engineer mit dabei. Ah, doch, Combat Engineer. Ah, nee. Getötet. Was ist das? Nö, kein Combat Engineer dabei. Das Radio wird jetzt gerade hier zerstört. Olga Mach meint, sie einfach würden hin. eh getötet werden. Was. Wie man sieht, also wie man sich einfach täuschen kann. Hannes hat jetzt hier versucht, die noch aufzuhalten, dass da dran gearbeitet werden kann am Radio. Aber bis Guns N' Roses da ist, wenn er kommt überhaupt, Ich stecke. und dann müssen die Jungs natürlich gucken. Naja, Olga übernimmt jetzt die Deckung. Sie sind auf der letzten Stufe vom Radio. Auch ein schlauer Zug, weil man natürlich jetzt nicht will, dass da jemand rankommt. Sieht Guns N' Roses, Scheiße, das Radio verlieren wir nicht. Aber Radio ist weg. Aber Gefahr noch nicht gebannt, Jungs. Kommt das Movement, warte hier. Warte Na, hier. seht ihr, ja, das ist eben bei dem Hearing. Man hat es gerade gehört, Olga sagt, warte mal hier, Movement. Auch wieder sowas, zu viel Gequatsche im TS, zu viel in den Channels und du hörst einfach nichts mehr. Konzentration ist da schon wichtig. Möppling hier bewacht die Leiche von PJ, dass da niemand rankommt. Beziehungsweise hat sich die Position gesucht, die PJ vorhin hatte, was in der Verteidigung eine super Position ist, zusätzlich, weil du hast hier das ganze Fußballfeld unter Sicht. Wirst natürlich auf dem Balkon relativ schnell gesehen, erhöhte Position, bisschen Bewegung, dann hast du schon gleich Pech gehabt. Wenn jemand aus dem falschen Winkel anläuft, startet er direkt in deine Glotzer. Aber gut, wenn man sieht, Möppling bewegt sich auch schon wieder. Ah, wen haben wir denn da? Geron macht nochmal einen Angriff auf die Hub. Bin jetzt mal gespannt, was er da anstellt. Entweder hat er den Combat Engineer genommen. Ne, Geron ist ja immer noch SL. Zumindest hat er bei mir ein SL-Kit. Wird jetzt das Radio markieren nochmal, wenn es nicht markiert ist. Schaut sich intensivst das Radio an. Er läuft nochmal durch die FOB, schaut, ob hier noch jemand spawnt. Können wir vielleicht hier noch jemanden wegnehmen. Aber im Moment nicht, weil ich denke, dass H9 FLV ein ganz anderes Interesse hat, nämlich schon bereits auf Storefronts ist. Dieser Angriff auf die Hub und Storefronts bereits eingenommen hat, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Storefronts ist gefallen. Hiermit hat DSK eine signifikante, tiefe, blutende Wunde mitten in ihrem schönen Hinterhoffleisch bekommen. Guns N' Roses ausgeschaltet. Und da ist natürlich schon auch jetzt das Spiel nicht mehr lustig. Also, das 95 zu 25, da muss man die Flagge wieder zurücknehmen, damit man wieder Tickets kriegt. Eigentlich hat H9 jetzt wirklich
Relax-Zeit, eine FOB zu bauen, was auch immer. Die können einfach da sitzen, H9 FLV, können jetzt einfach hier sitzen, schauen, oh, die nächste Flagge, nehmen wir die noch, nehmen wir die nicht, mal gucken. Jetzt bluten die ja erstmal zwei Tickets in der Minute. Boah, 25, das ist eine Viertelstunde, dann sind die Tickets so gut wie weg, wenn man das hält. Jetzt ist es durchaus fraglich, ob es Sinn macht, die FOB dort hinten noch wegzuholen. Colonel Storm, lass mal gucken, was der für eine Klasse hat. Das ist ein MG-Schütze, was will er da großartig machen? Da ist Geron, ist hier wieder weg. Ich weiß gar nicht, wo er sich hinbewegt hat, ob der gefallen ist. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Lelouch, get wrecked. Nehmen sich ein Lodgy, werden beschossen. Natürlich. Naja, das hat er gemacht. Die Position zu suchen ist natürlich nicht verkehrt. Jetzt wird er parallel versuchen, dann das Radio abzuschaufeln. Hat die Position durchgegeben. Mannes, das ist nicht die allerbeste Idee, weil du zum ersten durchgegeben worden bist und zum zweiten, das so dicht dran ist. Aber es ist frech. Und ich mag frech, ja, grundsätzlich. So. DSK hat in der momentanen Situation, wenn sie jetzt nicht umsortieren, einen Squad nehmen und sagen, wir greifen jetzt aggressiv Storefronts an, dann wird das, gelinde gesagt, eine frustrierende Nummer werden, weil das ist dann nicht mehr der Hit. Ich denke, dass jetzt hier gleich die Hub hochkommen wird. Nee, doch nicht. Der Logi wurde erstmal so abgestellt. Weiß ich jetzt nicht, was die Jungs da vorhaben. Können da kein Radio setzen, der Logi ist zu weit weg. Wenn sie wohl gleich drauf kommen. H9. Eine Person nur noch auf Storefronts. Aber ich muss sagen, Möppling macht einen richtig, richtig, richtig guten Job. Möppling ist ja auch jetzt wieder ein paar Tage nicht da gewesen. Macht natürlich schon auch was aus, wenn er ein paar Tage nicht spielt. Colin Storm baut jetzt da hinten die FOB ab, aber mit 22 Tickets. Also ganz ehrlich, ich würde die FOB stehen lassen. Ich würde auf den Typen nicht verzichten, würde den lieber ein bisschen rumschicken. Klar, die verlieren dann nochmal. Was ist, ich bin immer so schlecht in Tickets. Ich weiß es immer nicht so genau. 10, lass es 10 Tickets sein. 15 Tickets, die sie verlieren. Aber wenn ich selber nur noch 22 habe, will ich den Mann doch da haben und will ihn doch einfach hier einsetzen. Jetzt wurde ein Radio gesetzt, aber keine Hub. Das war mir jetzt nicht klar, warum. Weil das zieht ja jetzt hier die Leute her. Ja, die Hub ist weg. Ja, 10 Tickets sind es, glaube ich, ja. Vielleicht wird Storm jetzt versuchen, sich darauf zu konzentrieren. Ah, Droide wurde hochgeholt anscheinend von Dovahkiin. Oder ist das nur ein Rallye? Ah, die haben nur ein Rallye gesetzt. Nee, Radio? Ist ein Radio, ist ein Radio. Aber warum denn keine Hub? So, Dovahkiin geht jetzt hier in den Angriff und sagt sich, ja, Jungs, wenn ihr jetzt hier nicht mehr kommt, dann komme ich. Geht hier hoch, sieht man nicht auf den Move. Wissen nicht viele, dass es da hinten die Leiter gibt, die man da hochklettern kann. Weil wenn man Platz hat, klar, wenn mit weniger Spielern geht das leichter, kann man die Position leichter einnehmen. Das ist richtig. Und hier sieht man schön, Dovahkiin hat Sicht. Kann hier erstmal ein bisschen Recon machen, muss überhaupt nicht schießen. Einfach nur Recon, ein bisschen gucken, gucken, Feinde durchgehen. Oder eben mal schnell Lieutenant erschießen. Auch nett. Kann man natürlich auch machen, wird Lieutenant jetzt weniger nett finden. Der wird sich wundern, wie sind der da oben raufgekommen, außer Lieutenant kennt die Leiter natürlich. So,
DSK hat sich jetzt hier entschieden, die Flagge zu verteidigen. Wir sehen hier an der Flagge, wie schwer die eigentlich zu verteidigen ist. Wir haben ein sehr großes Areal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser. Wenn ich da in jedem Haus eine postieren will, habe ich meinen, ist meine, sind meine Mannressourcen schon weg. So, das heißt, ich kann die Häuser nicht alle besetzen. Das bedeutet dann, ich muss meine Leute in der Halle postieren. Was bedeutet, der Feind kann diese Häuser besetzen. Oder so wie Dovahkiin eben da die Leiter hochkommen. Und dann ist ganz schnell Schicht im Schacht. Braucht man dann nur noch abeben. Ja, 17 Tickets, 79. Haihil, Molosch machen jetzt auch schon Druck. Die sagen sich, Zweier Ticket Bleed, Storefront ist momentan Möppling. Möppling ist Fallback. Möppling würde sofort durchgeben, wenn da was passiert. Und bei dem momentanen Stand, den, man kennt ja die Tickets von den Feinden nicht, aber man kann es natürlich schon ungefähr ein bisschen abschätzen, auch wenn man da manchmal extrem daneben liegt. Reicht einer auf der Flagge, der gibt an, hier, ich bin gefallen oder ich habe zwei getötet, gebt Ruhe, da kommen sie, da kommen sie. Dann kann man sich relativ schnell zurückziehen und hat dann auch seine Ruhe. Ach, da haben die Jungs die FOB gebaut. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ach, das ist natürlich ein kluger Set. Hier hast du die FOB. Das Radio steht ganz woanders. Du hast die FOB hier und hast die Möglichkeit, hier zwei Angriffsrichtungen zu fangen. Entweder die Verteidigung auf Storefronts oder die, den Angriff auf Train Depot. Schön gemacht. Muss man vollkommen Neid und Hass erfüllt zugestehen. So. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, wirklich viel passiert natürlich jetzt nicht mehr. Die Ich wissen sitze in natürlich, einem Bunker drinnen. dass sie hier, die wissen natürlich hier, dass sie jetzt tickettechnisch schwer gelitten haben schon. Haben sich hier ganz gut, interessant, Bunker. Diese Bunker werden oft so wenig genutzt. Ich sehe es so wenig. Jetzt in dem Fall wirklich gut genutzt. Sieht hier Palono, der sich hier mit dem MG da positioniert, mit eingebrannten und natürlich hier nur Feuer geben braucht. Aber jetzt muss er natürlich nachladen. Da ist er in einer verletzbaren Situation. Kann aber hier wunderbar, wie man sieht, die Tür komplett abdecken, was da ist. Ist gut geschützt. Was sie da beschießen, verstehe ich jetzt gerade nicht, aber wahrscheinlich haben sie hier irgendwo jemanden gesehen. Ah, Lutent macht sich auf den Weg, der sucht sich natürlich, denkt sich irgendwo, kann nicht wahr sein, dass die alle spawnen wie die Irren. Wie machen die das? Wo sind die? Wo ist die FOB? Wo sind die Rallyes? Ja. Deckt sich, hat nichts gesehen, läuft. Hat hier auch vollkommen freie Bahn. Wobei, ach ja, klug. Beim Radio in Rallye gesetzt. Großer Vorteil, wenn Rallye weg ist, jemand am Radio. Zweiter Vorteil, sieht man hier, man hat zwei Angriffsrichtungen, die man nutzen kann. Sagen, ich nehme die FOB oder ich nehme das andere. 69 zu 9 Tickets, das ist natürlich komfortabel, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, also ist komfortabler Vorsprung. Wissen ja nur, dass sie 69 haben. Die wissen ja nicht, dass der Gegner nur noch 9 hat. Aber rechnen kann jeder ein bisschen. Und zweier Ticket Bleed. Naja, dann geht das schnell, ist das schnell durch. Jetzt gucken wir mal hier. Lelouch Storok im Angriff, im Angriff. Ganz, ganz schwierig. Snipe. Und Lieutenant sagt sich, hey, das kannst du doch gar nicht, oder? Wer ist das? Nee, Guns N' Roses ist da. Guns N' Roses. Guns N' Roses gibt irgendein Kommando durch.
keiner weiß, was diese Geste eigentlich wirklich bedeuten soll. Sammeln oder was weiß ich was. Aha. Oh, das war aber gut gesehen. Entweder wurde ihm das durchgegeben oben vom Fenster, aber den hat er gehört oder gesehen. Und der war dann ratzfatz auch ausgeknipst. Das tut jetzt schon weh. Also das tut jetzt schon echt extrem weh. Da ist man jetzt nicht mehr glücklich. 8 Tickets, jetzt müssen sie vorsichtig sein. Sie können nicht mehr wirklich angreifen. Sie sind eigentlich stuck in the defense. Haben zwar hier noch den Hubbunker, der hier in dem Fall jetzt auch sehr gut gesetzt ist, weil der Feind schon sehr nah rankommen muss, um den zu blockieren. Aber jetzt ist natürlich mit Aufgeben nichts mehr. Ich meine, jetzt kannst du hier rumflacken, hier am Kreisel warten, bis der Bus kommt und einen abholt. Oder man blutet eben aus. Und dann kostet das aber auch, wie man sieht, 2 Tickets. Gut. Das Ganze ist ja eigentlich an einem Mittwoch und ist ein Trainingstag für H9. Ich hoffe, dass DSK das Ganze sportlich nimmt und das auch als Training sieht. Weil, sie spielen in Überzahl und haben nur einen Clan, wo sie eine Politik fahren können und das Ding eigentlich auch ganz gut im Griff haben sollten. Und H9 hat ja 3 Nicht-Clan-Mitglieder mit dabei, also nicht H9-Mitglieder mit dabei, was schon auch was ausmachen kann, sich daran zu gewöhnen, wie spricht der andere, wie werden die Ansagen gemacht. Und so weiter und so fort. Stimmenerkennung, erkennt man den oder nicht. Wobei FLV nicht bei uns im Teamspeak ist. Das heißt, das geht rein für den... Vorsicht. So, Fenris nimmt jetzt die Position im Bunker an. Ein Ticket noch. Ja, das war's, Herrschaften. Von dieser H9 Scrim Night. Ich hoffe, das Zuschauen macht ein bisschen Spaß. Die Leute werden nicht so schwindelig wie beim letzten Mal. Und bis zum DSK nächsten Mal. DSK Lieutenant Cup.